Auf jeden Fall. In sich zu gehen. Ja. Der Keks ist gegessen. Und deswegen gehen wir in die nächste Pick-and-Ban-Phase des letzten, wie gesagt, offiziellen Games des heutigen Spieltages. Wenn die Immortals hier gewinnen, sind sie offiziell zweiter Platz der Gruppe B und ziehen mit in die K.O.-Phase ein, zusammen mit Longshot Gaming, die sich auf jeden Fall schon qualifiziert haben. Und die Pick-and-Ban-Phase läuft. Wieder einen äußerst starken AD-Carry-Fokus auf Seiten Longshot Gamings. Das haben wir heute bereits einmal gesehen. Und es hat sich ausgezahlt und Longshot Gaming als Team wird auch weiterhin erstmalig respektiert mit einem JS-Run, was sowieso wichtig ist. Das würde ich auch fast Disrespect nennen, wenn man den nicht rausnimmt, denn der JS war absolut stark und Fnatic hatte da gar nichts entgegenzusetzen, auch obwohl sie eine Chance hatten, da was reinzubringen. Aber es ist halt nichts gut gegen JS so wirklich. Also ein JS ist halt immer stark. Definitiv. Ja, natürlich bleibt jetzt noch Sejuani, Galio Open, beliebte Picks, aber es kommt zu einem dritten AD Carry und ich bin in der Hinsicht wahrscheinlich Fan von Jarvan am meisten, weil Flame sehr gut auf ihm gespielt hat, Xmithie auch nicht schlecht war und es einfach einer der wenigen Flexpicks bleibt, obwohl natürlich der zweite große Flexpick Galio nach wie vor open bleibt und Aden-Supports kann man hier tauschen und eventuell wird Immortals sich einfach für einen AD-Carry entscheiden, weil wenig AD-Carries noch open sind. Einen Aden-Support zu gehen, finde ich nicht so gut, obwohl Lulu die stärkere Laning-Phase hat. Was man jetzt bei Longshot Gaming noch bemerken darf, ist, dass sie die Top-Lane ausgetauscht haben. Jarvan Galio. Vielleicht. Und der gute Rascal jetzt hier am Start ist. Und dementsprechend... Ich glaube, dem wollen sie einfach nur ein bisschen Playtime geben, dadurch, dass sie jetzt hier durch sind. Kann es nicht mal im Game und Jace wird gebannt. Ja. Also vielleicht haben sie es nicht bemerkt. Vielleicht haben sie es nicht bemerkt. Ich habe es auch nicht bemerkt. Aber ich glaube auch... dass da Rascal nicht unbedingt viel schlechter spielen wird mit einem Jace Toplane, denn Jace als solches ist ja als Toplane relativ gefährlich und ich glaube tatsächlich, Longju will einfach jetzt hier in dem Game, wo es quasi um nicht wirklich noch was geht, ihrem Substitute-Spieler einfach die Möglichkeit geben, ein bisschen Erfahrung zusammen, ein bisschen sich einzuspielen, falls man ihn später nochmal brauchen sollte. Ja. Gut, den guten Pobelta scheinbar kalt, weil der hat sich eine Decke umgeworfen, aber gut. Jetzt eventuell spielt Logisch noch mit dem Gedanken hier, den Aden-Support mitzunehmen. Ein anderer Weg wäre Galio. Das würde auch in BDD Safe House spielen, aber stattdessen wird es Janna. Galio wäre mit der Wombo-Kombo mit Jarvan relativ effektiv, aber wir haben gesehen, wie dominant Aden ist und in dem Hinsicht ist Janna natürlich sehr stark. Hier übrigens der Varus über die Tristana priorisiert, was ich sehr interessant finde, aber Longshot Gaming tatsächlich von Anfang an sehr, sehr stark mit dem Varus unterwegs. Haben wir auch so ein bisschen dieses Bild invented mit Jinzos Rageblade. Finde ich sehr cool, dass man Tristana so ein bisschen links liegen lässt und tatsächlich für den Varus geht. Und bis jetzt hat es auch sehr gut funktioniert. Ja, gut. Zweite Bannphase läuft. Maokai wird rausgenommen. Das bedeutet, man möchte auf jeden Fall so ein bisschen Tankiness rausnehmen beim Gegnerteam. Sie haben ja schon Sejuani bekommen. Syndra wird jetzt hier gebannt. Dementsprechend auch für die Midlane ein bisschen... Immortals hat quasi gar keine andere Wahl, als die Midlane zu fokussieren. Einfach weil Jarvan ein Flexpick bleibt, der nicht sonderlich viele schlechte Matchups hat. Jax ist zum Beispiel ein sehr schlechtes Matchup für Jarvan, aber das ist äußerst unwahrscheinlich, dass wir das bei diesem World sehen werden. Tatsächlich Split-Pusher-Toplaner, einfach weil die Teamfight-Meta so unglaublich ausgiebig ist. Und in der Hinsicht ist es einfach schlecht für Immortals, Jungler zu bannen, weil dann einfach Jarvan Jungle geht oder Toplaner zu bannen, weil es dann auch einfach Jarvan Toplane sein kann. Ja, Longshot nimmt jetzt noch Cassio raus und die Immortals haben jetzt noch einen letzten Bann, den sie durchführen können und dann werden die letzten vier Champions gepickt. Syndra heute extrem großer Fokus drauf, auch Pick- oder Bann-mäßig. Syndra scheint sehr, sehr stark in den aktuellen Setups zu sein. Einfach durch dieses Scattered Weak baut sie halt unglaublich viel Pressure aus und natürlich der Outplay-Button auf dem R. Das ist, also Syndra würde ich fast sagen, heute der beliebteste Champion in der Kluft. Der Trundle-Bann hat natürlich irgendwo Shogat provoziert, einfach weil das Matchup im Split-Pushing-Verhältnis relativ stark ist. Und Longshot Gaming denkt sich halt, dass Immortals genau diesen Champion nehmen möchten. Und sie haben halt die Wahl mit dem Flexpick und entscheiden sich in letzter Sekunde dagegen. Und wir haben heute mehrmals die Talia-Bans schon. Ja. Das hast du mehrmals angesprochen, wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Genau, die Talia wurde oft gebannt, einfach weil sie ab Level 6 sofort Roam gehen kann und auch später ganz wichtig für Objective Plays ist. Und gerade die koreanischen Teams sind extrem stark, was Objective Plays angeht. Sie sind extrem stark bei Teamfights, halt alles, was mit Fighten zu tun hat. Und eine Talia ist perfekt, zum, um bestimmte Setups zu machen, um Gegner zu trappen oder auch Gegner auszuschließen, so dass man ganz in Ruhe das Objective machen kann. Deswegen Talia ein ganz wichtiger Pick. Bei solchen Hovers, weil Prey so lange Shogat gehovert hat, frage ich mich immer so, Longshot zeigt damit Immortals einfach effektiv, wir wissen genau, was ihr mit dem Trundle-Bann wolltet. wir zeigen es euch auch, wir picken es aber trotzdem nicht. Und jetzt dann denkt vielleicht Immortals, was haben sie dagegen vor, sie müssen ja noch nicht Midlane picken und so weiter. Und das ist wirklich relativ... Mental Game, kann man fast sagen, und in der Pick- und Bann-Phase. Und wenn jetzt Shen die Antwort ist, dann ist das effektiv in der Lane, aber Shogat bleibt Shogat, eine unglaublich starke Landing-Phase durch die Passive.
Shogard vor dem letzten Game lustigerweise ein bisschen ignoriert worden heute. Jetzt genau. Hat man vielleicht gemerkt, ey, der ist vielleicht doch gar nicht so schwach. Das ist, ich habe es tatsächlich vorhin gecallt, warum denn niemand Shogard pickt. Jetzt sehen wir ihn, ein Stats-Monster, haben wir ja gesehen bei Soas im letzten Game. Und jetzt gucken wir mal, ob er das, dieses Game auch wieder reißen kann. Ja, sehen wir jetzt hier schon die beiden Teams für die K.O.-Phase oder gibt es einen Tiebreaker? Tiebreaker. Ich finde, es ist eigentlich relativ unfair von Nongju nicht mit Khan zu spielen gegenüber den anderen beiden Teams. Finde ich. Okay. Weil einfach, es ist nicht hundertprozentig tryhard, würde ich einfach mal sagen. Und ich hoffe, dass Nongju das Game dennoch mitbringt, denn weitere Spiele sind nice und ich hoffe, dass Fnatic Euphoria es schafft. Ja. Ja, gut. Weitere Spiele sind nice. Der Keks ist gegessen und die Moderation kommt jetzt. Und die Moderation. Ja, ich bin doch der Moderator. Aber die Kommentatoren, die kommen jetzt. Und zwar Mori und Eiserne Waffel. Ja, und da sind wir schon wieder am Start. Wir freuen uns natürlich auf dieses Spiel und ich muss sagen, ich würde ein bisschen widersprechen. Also klar kann man natürlich sagen, was, wenn Khan spielt nicht, sie spielen mit Rascal, sie spielen mit ihrem anderen Toplaner, Schiebung und so weiter und so fort. Aber ich keine Ahnung, also klar, ist logisch. Ja, das Ding ist, du wirst immer Leute haben, die meckern. Immer. So. Und ganz im Ernst, wenn ich Coach von Longsu bin, ich würde es 1-1 genauso machen. Warum? Weil ich es kann. Weil ich 5-0 stehe, weil ich safe Erster bin, weil es für mich um nichts mehr geht. Genau. So, natürlich so muss ich selber gucken, dass ich meinen Job richtig mache als Coach. Und mein Job ist es, mein Team möglichst weit zu bringen. Wie mache ich das? Indem ich auch meinem Auswechselspieler Spielpraxis gebe und indem ich mein A-Game nicht unbedingt unnötig immer zeige. Das heißt, jetzt können sie neue Sachen ausprobieren, können ihren neuen Toplaner Spielpraxis geben. Das ist das, was du ständig in allen anderen Sportarten genauso siehst, was absolute Praxis ist. Und der Coach von Longsu wird seinen Job nicht richtig machen, wenn er es nicht so machen würde. Davon abgesehen, ja, wenn man im Vorfeld schon sagt, warum spielen sie nicht mit Khan? Ganz im Ernst, der unterschätzt Rascal, weil es ist fucking Longsu, von denen wir reden. Also wahrscheinlich ist Rascal immer noch gut als die meisten anderen Toplaner. Also gebe ich dir voll und ganz recht in allen Punkten. Da macht die Spielzeit auf jeden Fall Sinn, wenn du sowieso safe Erster bist. Natürlich ein bisschen, klar, ich kann es auch auf der anderen Seite verstehen, dass die Leute dann sagen so, ja, ich will, dass mein Lieblingsteam weiterkommt, aber aus der Sicht von Longsu ist es komplett richtig. Aber wenn du in die Tiebreaker gehst, weil du es vorher selber nicht geschafft hast, dann finde ich, ist deine Argumentationsgrundlage relativ dünn. Ich bin trotzdem für Tiebreaker. Bin ich absolut dafür. Ich habe nichts gegen also wahrscheinlich gewinnt Longsu halt trotzdem und deswegen ist diese Aufregung komplett irrelevant. Ich meine, wenn wir es neutral betrachten, haben beide halt echt gute Teamcoms. Für mich ist Longsu halt eine Teamcom, die halt gerade zum Midgame hin sehr auftrumpfen wird. Darüber, dass sie halt mit Talia und Shen halt eine gute Synergie-Kombo haben und halt viel Plays um die Botlane herum machen können und die halt nach vorne bringen wollen, das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr eindeutig. Auf der anderen Seite hat Immortals halt im Late-Game die wahrscheinlich zwei besten Tanks im Spiel und auch zwei der besten Carries im Spiel, was das Late-Game-Scaling angeht. Und ein Supporter, der halt das Hyper-Carry-Scaling quasi noch verstärkt. Also da ist natürlich Immortals schon viel Freiraum, wenn es da erstmal in Richtung absolutes Late-Game geht. Ja, und wie gesagt, bevor du das Fell verkaufen kannst, musst du den Bären erstmal erlegen. Und der Bär ist in dem Fall eben Longsu. Also gewonnen ist das noch lange, lange nicht. Nochmal der Ausgangslage, gewinnt Immortals das, ist das Game oder ist die Gruppe durch. Dann haben wir Platz 1 Longsu, Platz 2 Immortals. Ja, wenn sie es verlieren, gibt es den Tiebreaker, das heißt, die Mods muss dann direkt im Anschluss gegen Fnatic ran. Der Gewinner gegen Gigabyte und der Gewinner ist weiter. Oh, der Level 1 Contest um den Blue-Buff! Und Kass bekommt ihn! Sauberes Smite an der Stelle. Xmivi dadurch jetzt halt gar nichts bekommen. Muss zusehen, wie er seinen Jungle jetzt weiter fortsetzt. Auch gut ausgenutzt das Ganze. Du bist als Talia einer der Champions, der auf Level 1 womöglich am meisten pressuren kann, am meisten Wave Clear besitzt. Ja. Und dadurch kann er halt schneller zurotieren. Weiterer Punkt ist natürlich auch gerade nochmal ein guter Punkt Rascal. Ist ja nicht so, dass Rascal dann auf einmal reinzacken wird, sondern letzten Endes, ein Auswechselspieler, der nur zweite Reihe spielt, bekommt Spielpraxis. Was machst du, wenn du eingewechselt wirst? Dann spielst du dir natürlich komplett die Seele aus dem Leib, damit du eventuell irgendwann mal erste Wahl bist. Und oder Feed ist halt richtig. Oder Feed ist halt richtig, damit du irgendwann deinen Vertrag nicht verlängert bekommst. Aber für Flames sieht das halt ganz so... Oh, schade. Das war gut gemacht hier, der Flash von ihm. Also Khan hätte ihn gemacht, du. Das war ja Kass, ja, ich der geflasht ist und gut alles gemacht gut. Flame. Da ja, jetzt kommt Rascal nichts machen. Das ist der Kill. Also man lässt ja auch nichts anbrennen. Direkt der 2-Buff-Start von Javan, danach sofort Richtung Top-Lane gegangen. Das hätte Flame so ein bisschen erwarten können. Und Shogard ist nun mal eine Gank-Opfer, ist halt sehr immobil. Und wenn Khan halt Bock hat, dann bleibt er so direkt Richtung Top-Lane noch aktiv.
Der Shogun hat derzeit nichts mehr als den Teleport. Oh, X-Miffy, der darf ja aber auch nicht mal in den gegnerischen Jungle gehen. Muss sogar flashen. Gegen Gorilla flashen. Die Bot den rotiert da. Also, fängt gut an für Longsu. Sieht ein bisschen aus wie meine Solo-Q-Games. Da werde ich auch ständig invaded, keiner hilft mir. Wenn ich invaden gehe, dann kommen halt sofort alle Gegner aus allen Richtungen. Ist natürlich ein bisschen gemein. Da kommt direkt der Teleport noch von der Top-Lane. Ja, du hast wirklich so. Du lachst. Dann weine ich immer. Dann ja. Kommt das Salz aus den Tränen. Und deswegen haben wir bei Freaks Rayu einen 10 Kilo Eimer Salz. Das ist richtig. Den der kommt halt nicht von Sola, nein. Nee, den habe ich gekauft. So. Natürlich für Sejuani in so einer Situation halt auch sehr unangenehm. So, er hat natürlich mit dem Smite dort auch gefailt an der Stelle. Da war Kass halt ein bisschen besser und hat sauberer gesmited. Dadurch hat er halt ein ganzes Level Nachteil. So Level 1 für Sejuani ist der Clear halt so unglaublich langsam im Jungle. Da muss er sich halt mit dem Blue Buff schon sehr abmühen. Den hat er zumindest bekommen. Das war ja das Gute. Aber sein Level 3 hat halt da noch nicht gereicht. Und dadurch musste er das Ganze halt noch hinauszögern. Muss er halt gegen Jana flashen. Gut natürlich auch reagiert von Longsu. Die hat einfach wissen, dass Sejuani halt todesbehind ist. Und sie halt auch gerne klein haben möchten, um hier nachvollziehen. Und klein haben möchte man auch den Shogard. BDD hier immer wieder zum Roam, schaut da natürlich, ob da noch was funktioniert. Schön ist natürlich an Talia, du hast halt einen abgöttisch guten Wave Clear. Überleg mal, der war sogar noch mal besser. Also man hat das Clear noch mal genervt gegen Vasallen. Ja. Wobei es ja hauptsächlich die Mana-Kosten auch waren, die man dann quasi hochgeschraubt hat. Ja, auch und den Damage hat man genervt gegen Vasallen. Ja. Ja, weil sie war einfach absoluter Go-To-Pick. Ja, vor allen Dingen, es gab halt so, das ist halt noch gar nicht so lange her, so ein Jahr ungefähr, gab es halt zwei Midlaner, die in der Midlane immer sehr unangenehm waren und die du halt fast nicht vertesten konntest. Der eine war halt Talia, der andere war halt Echo. Weil halt beide auf Level 1 so schnell pushen konnten, dass sie halt direkt auch die Raptoren deines Junglers invaden gehen konnten auf der Seite. Und du hattest halt null Möglichkeit, sowohl als Jungler als auch als Midlaner irgendwie dagegen vorzugehen. So, jetzt will Longsu schon sehr, sehr früh diesen Turm neben Pobelta gezwungen, den Teleport auf die Top-Lane zu setzen. Was BDD jetzt erlaubt, einfach die Mid-Lane reinzupushen. Und Kass könnte jetzt hier so ein bisschen wegzonen, müsste aber aufpassen wegen Smitty. Entsprechend entscheidet er sich natürlich dagegen. Aber ist auch nicht verkehrt, Teleport rausbekommen. Dadurch wird BDD ein wobei. Vielleicht sogar ein bisschen panisch bei Immortals. Ja. Wäre, glaube ich, knapp geworden. Das wären 3 gegen 2 gegen 2 Tanks gewesen. Was natürlich dafür spricht, ist, dass beide vorher irgendwie in Flash investieren mussten und dadurch halt keine Play-Möglichkeit mehr unterm Turm haben. Play ist low, aber geht hier trotzdem offensiv. Weiß nämlich, BDD kommt jetzt zum Roam. Der hat noch kein Level 6. Aber deswegen lässt man davon ab, weil Cody Sun sowohl Flash als auch Jump noch hat. Er ist halt nur am Roam gerade, der Junge. Ja, aber was soll er denn machen? Oben, der unten oben. Das ist aber Talia. Q in die Wave Roam. Aber ich finde, er übertreibt es gerade ein bisschen. So, er hat halt schon auf dem Level 1 Roam, hat er seinen Level 2 Rush mal abgegeben. Und er ist halt die ganze Zeit, Cocky ist nicht langsam im Pushen, im Gegenteil. So, und das war halt Pobelta auch komplett richtig. Wenn der gegnerische Lane halt nicht da ist, ja, dann pushe ich halt. Und dann verliert er halt jedes Mal so ein Viertel, so eine halbe Wave einfach. Und das ist natürlich nicht so schön für ihn. Er fällt halt gerade langsam immer mehr zurück. Zwar CS-mäßig nicht, weil Cocky nicht ganz sauber lastet, aber EP-mäßig auf jeden Fall schon mal. Ja, also noch halb so wild. Ich meine, sobald er einen Kill bekommen sollte oder so, hätte sich das relativiert, dann würde man ihn natürlich dafür loben. Aber letzten Endes hilft er, also Talia ist sowieso ein Champion, der gut für Sidelands ist, genauso wie Shen. Ja, beides Champions, die gut für Sidelands sind. So, wenn du aber auf 2 Solo-Lanes gute Champions für Sidelands hast, wen willst du nach vorne bringen, richtig die Bot-Lane? Und das schaffst du natürlich dann auch. Wobei tatsächlich Prey hier einiges an Farm verloren hat. Nicht zuletzt aber auch, weil er schon Base ist, im Gegensatz zu Cody Sun. Okay, er weiß gar nicht, ob Kass jetzt noch da im Busch ist oder nicht. Er hat ja gar kein Wort drin. Aber Kass weiß es nicht. Also ich glaube, er geht davon aus, dass er gesehen wird. Portet hier auch einfach durch. Also hier bisher auch gute Vorteile für die Immortals Botlane. Tristana kommt da sehr gut ins Spiel, was gegen das Varus-Matchup halt nicht unbedingt selbstverständlich ist. Auf einer Seite hat sie natürlich ein bisschen das aggressivere Matchup auf der Support-Seite für sich auf der Seite. Janna halt ein absoluter defensiver Support, während Ryu halt auch schon aggressiv das eine oder andere unternehmen kann, um die Lane nach vorne zu bringen. Corki selber hat sich jetzt auch des Glanzes bedient. Damit also mehr Mana. Vor allem auch Cooldown Reduction auf der Lane. Und für ihn ist es ja auch ganz wichtig, er arbeitet ja sehr, sehr viel mit seinen Fähigkeiten. Dass er halt nach jeder Fähigkeit immer nochmal diesen extra Bock hat. Der halt nochmal zusätzliche Schaden verursacht. Boah, Cody ist dann jetzt richtig vorsichtig. Man hat da vermutet, dass Kass um die Ecke kommt. Einfach weil Prey und Gorilla hier sehr offensiv gespielt haben. Das sind doch die Nachwirkungen von seinem Ultimate, das er vorhin im ersten Game durchgezogen hat und sein Teammate mitgekillt hat. Jetzt bloß keinen Fehler machen, Cody-san. Ansonsten sieht es da nämlich bitter und düster für ihn aus. Ja, sehe ich natürlich ähnlich. Also, so gesehen, bisher Longsu goldtechnisch 1000 Gold vorne, nicht zuletzt aufgrund des Kills.
Ah, sie haben einen kleinen Farm-Nachteil auf der Botlane. Das ist auch cool. Flame, der geht hier von der Lane runter. Einfach nur, um halt die Camps im Jungle zu feasten und sich dort seine Stacks zu holen. Das Gute ist, wenn er es halt so macht, weiß halt Shen Li, hat er sein Ultimate doch auf Cooldown, hat er das Ultimate vielleicht nicht mehr, kann er es noch einsetzen und kann halt nicht so effektiv traden, weil er immer davon ausgehen muss, dass Sugar halt sein Ultimate noch parat hat. Wenn du halt auf der Lane natürlich einfach deinen Fraß dort einsetzt, dann sieht der Gegner das und dann weiß er halt auch, du wirst halt die nächste Minute nichts mehr gegen ihn machen können, zumindest nicht in Sachen Execute-Schaden. Da muss man sich ein bisschen mehr dann konzentrieren und aufpassen, wie weit man wirklich geht. Kass selber jetzt schon Level 6 erreicht. Für ihn also auch Gangstärke gegeben. Tristana ist jetzt für Jarvan nicht unbedingt das lukrativste Ziel, aber Lulu ist natürlich ein gefundenes Opfer. Beim ersten Mal kriegst du den Flash und beim zweiten Mal hast du dein Ultimate halt schneller wieder parat als ihren Flash und dann wird halt einfach dort der Kill gezogen. So, jetzt wartet man natürlich, also Thema war gerade Botlane nach vorne bringen, entsprechend Kass zur Stelle. Natürlich gucken. Ah, auch Smitty ist da. Er hat ein gutes Näschen mit seinem Poro. Da ist aber auch abzusehen. Also die einzige andere Lane, die sonst sinnvoll wäre zu ganken, wäre die Top-Lane. Das wird aber gegen Shen ist halt schwierig. Andersrum natürlich ginge sehr wohl. Dadurch, dass das Kass aber noch nicht gemacht hat, war das Ultimate hier raus. Dadurch, dass Kass allerdings sich noch nicht wirklich auf Top-Lane gezeigt hat, kann Smitty davon ausgehen, dass er eben Bot ist. Allgemein den Shogun umzutöten, wird halt mit dem Tank auf der Lane. Also jetzt gerade wird es auch gehen, jetzt wirst du den Schaden noch haben, aber je länger das Spiel geht, mit jeder Minute, mit jedem Base von Shogun, mit jedem Fraß, den er halt durchbekommt und einen Stack sammelt, wird es halt immer schwieriger, den zu töten, wenn du halt Tank und Jungler gegen einen Full-Tank spielst. Aber wenn die Gangs halt echt ein bisschen verschwendet. Korki wiederum hat seine Valkyrie, der drückt halt einfach W und ist dann weg. Auch bei Cody ist dann so schwierig, da musst du halt wirklich einen guten Knock-Up-Play machen. Also wenn... Es ist echt schwierig, muss ich wirklich zugeben, aber wenn Kass es halt gut spielt, an der Stelle. Oh, BDD, schöne Ultimate. Flame dadurch jetzt erstmal 1 gegen 2, aber der schlägt das nicht schlecht und jetzt probiert er mit dem Teleport. Eieiei, da kann ihn einfach verschlingen. Der Flash bringt da nichts. Rascal, sein erster Tod in diesem Turnier. Oh, schade, BDD trifft da seine Combo nicht. Poked halt noch sehr gut. Ich denke, BDD hat sich da ein bisschen zu sehr defensiv bewegt. Also er hätte durchaus mehr aggressiv noch machen können. Vor allem, weil er ja den Shen hinter sich hat. Wenn er fokussiert werden sollte, ja gut, dann ultet Shen ihn einfach. Shen kann sich allerdings nicht selber ulten. Dafür ist sein Ultimate halt leider komplett nutzlos. Ja, Rascal hätte da rausflashen sollen. Also kam wäre das nicht passiert. Steile These. Ja, aber letzten Endes, da zahlt sich ein Teleport als Midlaner aus. In so einer Situation. Wie geht es natürlich an... Mit ihrer Passiven, dass Talia dort an den Wänden sich ein bisschen schneller bewegen kann, auch sehr zügig wieder ab in die Midlane zurück. Und hat zumal jetzt auch ein Teleport von Korken wieder passieren können, also kann die Midlane vielleicht sogar aggressiver angehen. Ultimate von ihr hat halt weniger Cooldown als der Teleport von Korki. Das stimmt. Und auch hier, wir haben ja von darüber gesprochen, Botlane zu Pressure mit der Jarvan Ultimate. So, wenn du halt einmal schaffst, die Botlane flashlos zu machen, dann kannst du halt quasi nicht nur mit Jarvan das Ganze ausnutzen, sondern auch mit Talia. Denn auch diese Wand ist für Lulu halt ein sehr großes Problem. Nur den Jump von Tristana abbrechen. Ja, gut, wie gesagt, Lulu ist halt das einfache Ziel, ne? Tristana zu kriegen ist halt gar nicht ganz so einfach. Aber auch da, so irgendwo können ja beide... Die Möglichkeit hast du natürlich, wenn du mit der Flash, mit der Standarte quasi, kannst du ihn abbrechen mit dem Knockup, genauso wie aber auch Jenna. Wenn die dann einfach reaktionsschnell ist. Das hast du schön gemacht, dass halt überall unten jetzt Control-Bots stehen. Also dass halt auch von Longsus Seite aus in diesen Tri-Bar-Steuer eine Control-Bot aggressiv reinplatziert wurde. Einfach nur, weil der Gegner jetzt gerade gar nicht weiß, ja, ist Jarvan jetzt noch da? Wollen die uns vielleicht diven? Wollen die ein Teleport-Play machen? Oder wollen die halt mit Jarvan Shen quasi dort ne, für ein Play gehen? Da sieht man auch gerade diese notgedrungenen Hilfe-Spams die ganze Zeit von der Immortals-Botlane. Weil sie halt gar keine Informationen haben. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Und rechnen halt gerade mit dem Schlimmsten. Deshalb stehen sie halt auch so teilweise am T2-Turm hinten wie Lulu gerade. Um sich da einfach ein bisschen vorzusehen. Und das halt auch berechtigterweise. Jetzt sind wir gerade nochmal oben den Play mit Talia. Der kam halt schon mit seinem Schattensturz nicht ganz an, ne? Danach kommt die Wall, klar. Und Flame flasht direkt aggressiv in Richtung Teleport. Konnte dann natürlich auch die Combo von Talia dadurch dodgen. Also so viel mehr wäre auch nicht drin gewesen. Ja, man hätte sich deutlich eher zurückziehen müssen. Das ist halt niemals die beste Idee, einen Cho'Gath halt zu ganken, der gegen den Shen'Dath Lane steht. Das ist möglich, klar, das ist nicht unmöglich, aber es bringt halt immer ein gewisses Risiko mit. Und er ist halt trotz dessen, dass er ein Tank ist, dieser Execute-Schaden von der Ultimate, also der Grundschaden ist halt einfach, der ist dumm. Ja, einer der Gründe, warum Cho'Gath Survival ist. So oder so,
der Drache auch noch nicht angegangen. Generell noch keine Objekte gefallen, auch wenn der Botlane-Turm schon gut Schaden genommen hat. In beiderlei Richtungen. Longsu noch am Hebel, was das angeht. Aber man wartet natürlich darauf, wer jetzt so diesen ersten Streich wohl führen kann. Ja, schon so ein saftiger 1000 Gold Vorsprung. Das wäre nicht zu verachten. Wie gesagt, zum Midgame hin werden sie halt richtig glänzen. Und da wird es natürlich auch vor allen Dingen um Makro-Gameplay gehen. Wie kann Longsu halt die Combo ausspielen und wie konnte Mortals gegenhalten? Obwohl der dodgt hier einfach alles. BDD hat nichts getroffen. Jetzt die Sejuult. Dafür probelt er eben alles gegen Kass. Das war echt schön von ihm gespielt. War hier mit seinem Package auch ein bisschen zurückhalten. X-Miffy zwar die Ultimate getroffen, aber genau deshalb nimmst du ja auch in der Mitte die Leute mit. Wenn da halt mal rangemäßig was angeflogen kommt. Dann drückst du halt einfach auf deinen Knopf und kannst dich direkt vom Stun wieder befreien. Und bei Sejuani ist ja quasi auch in mehrerlei Hinsicht sinnvoll. Und die Läuterung gibt ja nicht mehr nur für den Moment quasi die Lösung. Ja, sondern auch kurz danach. Sondern genau, kurz danach auch ein paar Sekunden extra Reduktion im CC. Sollte Sejuani also ihren Stun über ihre Nahkampfangriffe durchbekommen, dann kannst du ihn läutern, dann kommt die Ultimate hinterher, bist du halt ein Minimum. Minimalistisch wirklich bloß davon beeinflusst. Control Ward ist übrigens interessant platziert dort oben. Ja. Ich vermute mal, die hat man vorhin über die Wand gesetzt und hat sie halt nicht ordentlich setzen können. Gut möglich, oder man hat diesen Schlenker nicht machen können und wollte den Busch quasi die mit dem Ward gleich facechecken. Zwei mögliche Erklärungsansätze, selbstverständlich. Oh, Prior schon ordentlich für seinen Attack Speed, also das Rage Blade macht sich hier bemerkbar. Beide Supporter mit Arden Sensor fertig. Wichtiger Aspekt. Jetzt kommen Kast und BDD. Jetzt könnt ihr zum Botlane-Dive kommen. Und zwar zum Botlane-Dive. Aber wieder. Aber go for it. Oh, jetzt geht's einfach rein mit dem Kataklysmus. Und das war's hier für Olay. Abgeholt. Der Turm wird auch fallen. Und das ist Longsu jetzt mit der Führung. Olay hatte ja keine Chance zu reagieren. Also auch, weil Jarvan da über die Wand kam. Da war vielleicht sogar ein bisschen Overkill mit dem Shen Ultimate noch dazu. Also ja, da gehe ich. Da muss man aber sagen, das Positioning, also wenn der Gegner einen Jarvan im Team hat, muss man gerade was so Wand-Positioning angeht, mega aufpassen. Aber auch von der Grundkombo her war es von Kass gut gemacht. Also er hat nicht versucht, mit der EQ zu engagen und da überhaupt die Zeit zu lassen, für den Gegner rauszuflashen, sondern ist gleich für sein Ultimate gegangen. Und wenn dann quasi Lulu geflasht wäre und nicht von der Chain of Corruption auch getroffen worden wäre, dann hätte er immer noch mit der EQ hinterhergehen können. Also so auch die Möglichkeit für ihn, viel, viel mehr Distanz noch zu überbrücken. Ja, zweiter Kill. Ja, und jetzt den so drauf gibt. Eben wichtige Objekte. Erste Turm, dann noch den Bergdrachen. Also Longsu hat hier natürlich maximalen Profit aus dieser Szene gezogen. Gleichzeitig werden sie jetzt allerdings diesen Botlane-Turm verlieren. Das war abzusehen, man hat auch nur Rascal hingeschickt. Stattdessen jetzt Prey direkt schon top rotiert, um dort Farm entgegenzunehmen und dann den nächsten Turm unter Druck zu setzen. Man muss nur aufpassen, dass die Mortals nicht zu weit pusht. Ja, das ist durchaus riskant. Man hat entsprechend Gorilla jetzt nochmal abgestellt. Ja, und jetzt wird es halt interessant. Jetzt kommen wir nämlich in diesen Bereich langsam rein, wo halt Makro-Gameplay wichtig wird. Wer rotiert, wann, wie und wie schnell vor allen Dingen dorthin? Ja, ist ja logisch. Also wenn die Türme weg sind, dann geht es halt ins reine Makro-Game. Ja, das ist ja meistens dieser, gerade der Botlane-Turm, dieser Knackpunkt, weil die Botlane halt immer über zwei Personen natürlich mehr Druck mitbringt. Midlane ist dann halt doch relativ schwierig, noch immer den Turm zu bekommen, weil du halt da meistens sehr viel Wave-Click gegen dich hast. Also Talia ist halt nicht beeindruckt. Ja, das Ding ist allerdings, also du kannst auch Bot nicht weiter pushen, weil du halt keinerlei Vision auf Bot-Side hast. Mein monströser Freund, da jetzt auf der Top-End zu bleiben, nach dem Swap ist halt ein hohes Risiko. Das sollte dir bewusst sein, Flame, aber es scheint nicht ganz so zu sein. Janna kommt von hinten. Das Ding ist halt, Olay ist unterwegs, Cody-San ist unterwegs, also es ist so dieses Zeitfenster, wo es noch okay ist. Also er hätte nicht so lange bleiben können, wenn Cody-Sun und Olay nicht unterwegs gewesen wären. Ja, und vor allen Dingen auch der Faktor, den er halt Longsu mal einrechnen muss. Sie wissen ja nicht genau, wo sind die beiden. Sie wissen nicht, wie weit sind die dran. Und einfach nur diese Unwissenheit lässt sich halt immer vom Schlimmsten ausgehen. Oh, X-Movie wurde hier aber gesehen. Ultimate kommt raus, Gorilla flasht sie, aber der Slow kommt halt trotzdem durch. Da kommt Ultimate Prey jetzt gegen Cody-Sun, der Silence ist da, Prey keine Chance. Er wird komplett vermöbelt, also Kass war noch in der Nähe, aber hier holt man zwei Mann ab. Auch richtig von Prey hier, keinen Summoner mehr zu ziehen. Rascal pusht jetzt weiter an den Tier-2-Turm, BDD pusht. Müssen sie machen, aber hier hat man komplett die Botlane von Longsu einfach überrannt. Man wusste natürlich, dass sie da pushen werden, weil das ist ihr Auftrag. Deswegen macht man diesen Lane-Swap überhaupt. Aber letzten Endes, wenn Longsu hier zwei Türme bekommt gegen einen, dann
ist es durchaus in Ordnung, hier zwei Kills abzugeben. Ich wollte gerade sagen, Tread ist halt gar nicht so schlecht für sie. Sie geben halt ein T1, kriegen dafür zwei Türme und geben halt zwei Kills ab. Da kann man sich natürlich ein bisschen drüber streiten, aber ich denke, an der Stelle war es vollkommen okay. Gerade weil die Kills halt auch auf den Tanks gelandet sind und weder Corki noch Tristana effektiv was abbekommen hat. Und jetzt kommt BDD halt auch mit seiner Ultimate dazu. Oh. Cody muss durchs Minenfeld durchspringen, hat da nicht so viel zu lachen. Der W hier allerdings nicht so gut gesetzt, der war halt prediction-mäßig auf dem Flash dort so ein bisschen vorbereitet. Aber da hat der gute Cody dann die Nerven behalten. Trotz allem kommt er deutlich raus. Da war die Rotation wieder zu gut und die Synergie zwischen der guten Talia und dem Shen, die ist halt einfach zu strong. So, sie geht halt einfach über 5 Millionen Kilometer mit ihrer Wand voran. Und man sieht es halt sinnvoll jetzt auch, weil sie den Herald noch bekommen, den Midlane-Turm, ja, gerade so noch verteidigen durch Jaina-Schilde. Geht da nicht so viel Damage drauf und damit bekommst du halt, normalerweise willst du, wenn du auch Türme 1-1 tradest, was zwischenzeitlich auch der Fall war, willst du halt zumindest, dass du dann Drache gegen Hell tradest. Hier hat Longsu auch beides bekommen. Bekommt jetzt auch den Turm. Also jetzt ist gerade so die Phase, wo Longsu sehr viel Gold auf einmal bekommt. BDD hier gegen Pobelta. Würde ich gerne nochmal sehen, wie er in diese brenzliche Lage gekommen ist. Ein bisschen overextended. Wollte den Turm auf Teufel komm raus verteidigen. Hatte aber niemand mehr zu seiner Unterstützung. Pobelta mit dem Solo-Kill. War schon gar nicht schlecht. Der Nashor des Born jetzt auch. Ist für beide aber, glaube ich, noch schwierig zu nehmen. Einfach bloß, weil auf den AD-Carries halt noch nicht die immensen Schadenswerte dort sind. Und du halt auch nicht viel prozentualen Schaden mit dabei hast. Hier nochmal die Aktion von BDD. Ah, Talia Shen ist halt Standard. Da ist das Minenfeld auch gut platziert. Das Cody Sun halt gezwungen war, rüber zu springen. Den B hier zwar nicht getroffen. Der war halt, wie gesagt, auf dem Flash einfach von Cody Sun predicted. Dass er dort nicht gerade wegflashen kann. Der hat halt geduldig gewartet. Aber sein Flash hat ihm danach halt auch nicht mehr geholfen. Ja, aber so ein B quasi als Chasener Spieler zu setzen, ist auch sau schwer. Das war übrigens hier nochmal schön von Pobelta gemacht, der quasi schon reingeflasht ist, bevor BDD selber geflasht ist. Und der konnte damit nicht mehr weit genug rauskommen. Also hier einfach eiskalt, Valkyrie rein, all in, auf geht's. Er ist natürlich ab dem Trinity dann auch als Corki relativ stark. Traurigerweise ist das das beste Spiel von Immortals heute. Wenn sie das heute in einem anderen Spiel so gezeigt hätten, dann... Na, ein bisschen eindeutiger. Dann wäre es vielleicht gar nicht zu so einer Tailbreaker-Situation gekommen. Wir haben jetzt auch zwei Warmogs fertig, also ihr Sustain ist halt unglaublich stark auf beiden Tanks, also ist auch die Regenerationswerte noch. Jetzt muss man noch zu sehen bei Longsu, wie man den Herald einsetzt. Das ist halt wieder so die Sache, sie haben den Herald zwar geholt, aber der wird halt erst effektiv, wenn er erstmal auf der Karte steht. Und der hält halt auch nicht Ewigkeiten, 4 Minuten halt, wenn du den Buff eingesammelt hast. Ist nicht unbedingt so lange. Aber immer noch besser als andere Teams, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte, die vielleicht auch einfach mal einen Buff liegen lassen. Boah, Fnatic guckt schon ganz gespannt, was ja, da passiert. Ja, die sind jetzt alle, also Gigabyte Marines, Fnatic, die sind jetzt alle für Longsu. Also, bis auf die Immortals-Fans feiern jetzt alle Fanlager die Koreaner. Aber was heißt feiern, aber sie sind darauf angewiesen, dass Longsu gewinnt. Jetzt die Ultimate, der Knock-Up-Gorilla bleibt hier am Leben. Und damit hat man sehr viel Engage auf den Supporter verrödelt. Und Cass jetzt mit seiner Ultimate gegen Olle, der flasht. Gorilla musste halt nicht mehr flashen, konnte es auch nicht, weil noch auf Cooldown. Flame kommt. Oh, Righteous Glory wird aktiviert. Ja, aber da kommt der will noch, der Junge. Silence ist durch. Aber jetzt in gefährlicher Position. Prey sehr offensiv, aber er kann Damage rausböllern, weil Rascal das Ganze hier sehr gut tankt. Wird allerdings trotzdem abgeholt von Flame. Gorilla mit der Ultimate. Ein bisschen zu spät für Rascal. Ah, das ist ärgerlich. Das wäre gar nicht passiert. Wie oft willst du das heute noch bringen? Das werden wir sehen. Jedes Mal. Meine, der Grundgedanke war nicht schlecht. Auch der Schattensturz hat ziemlich gut gesessen. Oh, Jarvan gewinnt den Contest. Nächstes Mal wird zu früh gesmited. Und jetzt hat er das Problem, er ist im Pit und keiner kann ihm helfen. Muss ja, auch nochmal rausflashen. Also Kill zwar bekommen, aber Drache muss ja aufgegeben werden. Gute Entscheidung dann vom Pobelta direkt noch den Midlane-Turm zu pressuren. Ja, 4 Damage drauf bekommen. Ja gut, ne? 2 Tode, also in Korea, da ist schon direkt Land unter, wenn sowas passiert. Da macht dann schon mal die Freundin Schluss. Tja. Mit Verlierern will keiner zusammen sein. Holy. Das ist aber gemein. Du warst die ganze Zeit gegen Rascal. Weißt du wieso? Ich hab bloß gesagt, kam mir das nicht passiert. Weil er hat halt kein Chen gespielt. Der Engage war halt schön, aber Janna überlebt halt viel zu lange, da fehlt ein bisschen Schaden. Die Chain of Corruption hat das Ganze halt perfektes Engage, auch Olle, der hinten dann quasi noch von der
ja, weiteren Übertragungen gefangen wurde. Dann kommt Cast direkt mit dem Engage. Bis hierhin war es ganz okay, man konnte alles disengagen. Jetzt kommt halt Flame mit dazu. Der kriegt seinen Righteous Glory, will halt unbedingt fighten. Und ist halt eine massive Frontline. So, Raskill trifft jetzt sogar nochmal einen guten Schattensturz. Er kann halt Cody's Hand hinten erwischen. Aber er hat halt kein Follow-Up-Damage. Das Team reagiert halt zu spät. Er kann seinen Jump quasi durchziehen, bevor Jarvan dort ankommt. Also hier auch ein bisschen die Reaktion zu schwach von Cast. Und dadurch trailt man das Ganze halt 0-1. Muss jetzt auch den Herald einsetzen. Der ist jetzt nicht so geil platziert an der Stelle. Ja gut, bevor er ausläuft. Sugar, der freut sich. Ja, der kraxelt sich jetzt seinen Weg. Charge wird er auch nicht durchbekommen. Ist halt auch auf, ausgerechnet auf der Lane, wo du schon die meisten Türme hast. Ja. Aber wie gesagt, wenn das Ding halt dabei ist, auszulaufen, dann platzieren halt lieber noch irgendwo. Zack, schönes letztes Aufbäumen. Wurde mal ganz vernichtet. Ich habe auch neulich erstmal ausprobiert, wie das mit dem Sugar Feast funktioniert. Weil du ja quasi, wenn du legendäre Monster feastest, gibt es ja einen Stack oben rauf. Aber ja, gibt es das auch, wenn der Gegner einen Herald gesamt? Nein, da gibt es den nicht. Okay, wenn deswegen, der gesamt ist, dann zählt er quasi als normales Lane. Deswegen hat er das nämlich gerade nicht gemacht. Zählt er da nicht oben rauf. Frank gibt dir kurz ein bisschen Poke-Up. Ist aber auch noch so ein, sag ich mal, nutzvoller Effekt nebenbei. Dass er halt immer wieder sein Shield dort stacken kann. Dadurch halt auch den Poke ein bisschen minimiert. Ja, Pompelda sollte man jetzt nicht unterschätzen. Der Junge hat die ganze Zeit halt gefarmt, hat halt viel gechillt und hat halt hier und da auf den Kills was abbekommen. Zwar nicht unbedingt die Kills selber mit den 300 Gold, aber zumindest die Beteiligung. Ist jetzt auch mit Klinge der Endlichkeit fertig. Wenn das nächste Crit-Item da ist, dann tut das schon richtig weh. So, gerade wenn man sich überlegt, er benutzt halt eine Fähigkeit, danach kommt halt der Trinity-Proc und der Crit-Schaden quasi mit dazu. Eieiei, da möchtest du halt von Corki nicht unbedingt mehr die Auto-Attacks kassieren. Und bei ihm ist es ja auch noch ein bisschen trickreich, weil ja diese Autotext halt kein normaler Schaden sind und du halt nicht einfach Rüstung stacken kannst, sondern halt magischer Schaden. Deshalb auch hier richtig, Raskill selber Split-Push, hat Ultimate ready, hat Teleport ready. Direkt den Adaptive Helm gebaut hat. Schade. Bei mir den Q nicht perfekt predicted. Für Longstone ist natürlich gut, dass es hier nicht zum Fight kommt, beziehungsweise dass es gerade, ja, dass Raskill weiter im Split arbeiten kann. Muss natürlich jetzt Warden gehen, aber also hat keinerlei Vision. Ja, da sehen wir es. Alle hoffen auf Longsu. Na, killmäßig halt Immortals auch zwei vorne, aber... Vor allem... Objectives, Freunde! Vor allem Immortals hat halt richtig die Arschkarte gezogen dadurch, dass sie erstmal jetzt dann direkt zwei Games hintereinander spielen müssen gegen Fnatic und Fnatic jetzt halt in aller Ruhe das Game von Immortals analysieren kann. Also Fnatic hat gerade nichts anderes zu tun, als auf Longsu zu hoffen und gleichzeitig zu gucken, wie man Immortals hier schlagen kann. Das ist halt wirklich so, ne? Sie sind halt, sie schrammen gerade ganz knapp daran, den zweiten Platz zu bekommen. Und wenn sie ihn nicht bekommen, dann müssen sie halt gefühlt noch fünf Games spielen, um es überhaupt schaffen zu können. Müssen die halt alle gewinnen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber so ist es. Ja, sie sind natürlich heute auch mit keiner ruhmreichen Performance am Start gewesen. Das ist schon irgendwo gerechtfertigt. Dass sich da ein bisschen mehr durchbeißen müssen. Ja, ich meine, das Ding ist halt, man kann natürlich ewig diskutieren, Lirum Larum so. Die fairste Methode wäre, alle gegeneinander nochmal spielen. Am ersten ist halt wirklich A gewinnt B gegen B, B gegen C, C gegen A. So, dann stehst du wieder am Anfang. Das heißt, du musst irgendwie eine Lösung finden. Und ganz im Ernst, wenn es überhaupt zu Tiebreakern kommt, so, dann kann man sich auch nicht wirklich beschweren. Die Regeln stehen ja auch vorher fest. Das ist ja so, die Regeln kannst du halt vorher einlesen. So, du spielst das Turnier und dann kannst du nicht im Nachhinein sagen, das ist aber unfair. Tja, wenn dir halt gesagt wird, wenn der Oriba unsichtbar wird, dann musst du es akzeptieren, dann musst du es halt auch akzeptieren. Das war ja das, was ich halt nochmal so interessant fand, dass in EU gesagt wurde, Orianna ist ja als Champion gesperrt und dann A haben sie ja damals gesagt, als der Orianna-Bug auftrat, ja, ihr wisst, dass der Bug existiert, wenn er passiert, dann müsst ihr halt damit leben. Finde ich aber auch okay so. Ja, der Nashor-Tanz, der beginnt zu langsam. Aber da, wo der Nashor-Tanz halt für Immortals beginnt, haben sie halt dort so einen kleinen Ninja auf der Botlane, der halt die ganze Zeit reinpusht und irgendwer muss ihn halt dort einfach mal wieder rauspushen. Schwierige Situation. Nein, 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 das ist gut, das ist der größte der drei Ninjas. Na, das Game ist halt gerade so ein bisschen festgefahren. Was heißt der größte? Was gibt's denn alles für Ninjas? Ja, das sind ja hier Akali, Zed, Ken und Shen. Akali, Shen und Ken haben ja alle, glaube ich, den gleichen Lehrer gehabt. Das ist ja diese, glaube ich, Glaubblight Lore. War das nicht zwischen Zed und Shen so irgendwie, weil das sein Vater war oder so? Was? Jetzt kommt's ganz abhängig. War das nicht irgendwie... Also Zed ist auch ein Ninja, aber wie ist mit denen... Hat Zed nicht den Meister von Shen oder so getötet? Ach, das war mit dem Lore ganz merkwürdig. Nee, von Yasu. Yasu hat den Meister? Ich muss mich auch mehr mit dem Lore beschäftigen. Ich meine, dass Zed halt irgendwie... dass die den gleichen Meister... Ah, oder nee, doch, Zed hat den Vater von Shen getötet, das ist richtig. Also Meister oder Vater, irgendwie so war das.
irgendwie auf ewig verfeindet. Ja, lass uns. Ich bin sowieso noch für den League of Legends Kinofilm. Es ist halt eigentlich jetzt so viel Potenzial. Ich hab mich ja halt früher. Ja, aber es hat auch so viel Potenzial zu floppen. Also siehe sämtliche Videospiel-Adaptionen. Ja, gut, klar, du musst. Muss halt schon jemanden dahin stecken, der halt ein bisschen Ahnung davon hat und der halt auch coole Storys mit Charakteren. Also keinen Herrn Boll das Game geben. Ja. Sonst kommt da nur wieder Til Schweiger in die Hauptrolle. So, jetzt geht's weiter. Kass mit dem Flash, Shen Ultimate, rein der Taunt. Prey wird angegangen von Codyson, nimmt allerdings keinen Schaden durch die Schilde. Kass jetzt, verdammt low, Knock-up, Silence und da hat er ihn direkt weggenommen. Aber Shutdown ist da, ebenfalls gegen Flame. Was war mein 1 gegen 1? Das sah für Kass erst gar nicht so gut aus, aber er hat halt über Janna Ultimate und über Night's Vow noch unheimlich lange gerade überlebt und konnte halt das Ganze sogar nochmal re-engagen. Also hier auf jeden Fall ordentlich was wegstecken können. Eieiei. Und Flame selber ist halt auch dabei down gegangen und er natürlich, also Flame ist halt einfach der wichtigere Tank. Wenn Kass halt engaged hat und irgendwann danach stirbt, das ist vollkommen okay. Und da halt 1 zu 1 straight rausbekommst und dementsprechend auch die glorreiche Belohnung, dass man den Drake bekommt. Auch wenn der eigene Jungler gestorben ist. Viel Schaden da noch ins Kinder tief verteilt wurde. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Der Engage gar nicht mal so gut. Also ich denke, das hat er sich ein bisschen besser vorgestellt. Der Knock-Up kommt ja halt auch nicht gut durch. Codysan kann sich nach hinten separieren, aber man kriegt ihn halt nicht direkt. Das Fies von Shogun war da halt schon draußen, um Kass zu bursten. Vorteil war, dass dadurch, dass Codysan rausspringen musste, konnte man halt sehr, sehr viel Zeit überbrücken, wo Codysan nicht effektiv auto-attacken konnte. Und da fehlt der Schaden halt irgendwo vom AD-Carry. Ja, und für Prey natürlich super, wenn der Fight lang geht mit seinem Rageblade. Ja, das kommt noch dazu. Nachdem er halt einen Kill bekommen hat, dann heißt es halt sowieso raus da. Wir wollen nicht mehr gegen Varus fighten. Longsu also nach wie vor, wenn es um Objectives geht, hat deutlich besser unterwegs. Sie haben jetzt 3 Drachen bekommen, keinen abgegeben. Ein potenzieller Elder Drake ist damit für sie halt viel wert und stellt halt nicht wirklich eine Gefahr dar. Wenn die Mortals den bekommen sollten, dann haben sie halt einen minimalistischen... Vor allem ist das eine sehr nette und angenehme Drachenkombination. Schöne bunte Mischung. Cool. Gut, mehr als 3 verschiedene geht doch nicht. Ich glaube, die Waves haben noch Kass bekommen, oder warum wartet man da gerade mit zu lasteten? Also bei ihm fehlt jetzt auch nicht mehr viel. In der Situation, wenn er eben schon seinen Gargoyle Stoneblade fertig gehabt hätte, wäre es viel wert. Ich glaube, er hat es jetzt fertig, deshalb hat man ihm auch gerade die Wave dort noch gegeben. Das ist schön zu sehen, dass man das Ganze kombiniert. Ja, da wird es direkt fertiggestellt. Und damit, wenn er halt nochmal so eine Aktion durchbringt, wo er halt diven kann, ist er halt viel robuster und viel tankiger. Ja, knallt halt all seine Cooldowns raus, drückt Gargoyles. Bei Shogun selber natürlich auch das Gargoyle Stoneblade mittlerweile da, synergiert auch immer noch mit seiner Ultimate, allerdings wurde es ja genervt. Schade, ich weiß gar nicht warum. Und dann noch Solaris dazu. Ich dachte immer, das muss so. Knock-up gegen Cast, aber man kann es nicht verwenden. Ja, der Junge ist auch schon, eben, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr tanky. XBV ist in einer guten Flankierungsposition. Muss allerdings halt auch zwangsweise Janna irgendwo in den Gage mit reinbekommen. Cody ist dann weit vorne, aber der könnte halt jederzeit aus dem Kataklysmus rausspringen. Schlimmste, was ihm passieren könnte, wäre halt eine Chain of Corruption, die ihn dort trifft. Und hat auch nichts wirklich, was ihn daraus befreien könnte. Er hat selber kein QSS, hat auch auf Lulu kein Mikaels. Muss also wirklich ein bisschen aufpassen. Eigentlich war die Position sogar ziemlich weit vorne gerade für ihn. Ganz schön und gut, ja, auf so ein Jump-Ultimate kannst du halt gut reagieren, wenn er kein Knock-Up mehr zur Verfügung hat, aber Chain of Corruption erstmal drin zu sein, bedeutet für dich halt auch, du kannst nicht rausspringen. Entweder du hast halt rechtzeitig reagiert, was halt echt schwierig ist. Chain of Corruption wahrscheinlich eins der schnellsten Projektile, wenn es um Skillshots geht. Und du hast immer noch Rascal im Split-Pushen. Das ist natürlich für Longsu immer noch eine gute Variante, wo du halt mit Chain einfach den Gegner zwingen kannst, auf die Botlane zu kommen. Beim ersten Mal gehst du halt mit dem Ultimate runter, beim zweiten Mal hast du halt die Teleport-Vorteilsituation. Wobei auch da muss man wieder sagen, kann Immortals das Ganze relativ gut darüber kompensieren, dass sie halt den Corki haben, der ja auch noch einen Teleport besitzt. Also hier muss man sich ein bisschen abwechseln. Bisher scheint aber auch gar keiner so richtig Bock zu haben, diesen Shen zu verteidigen. Ja, der hat einfach mal die Botlane in die Inhibitor bekommen. Khan hätte auch den Inhibitor bekommen, ne? Nicht nur den Turm. Also Khan hat das Game jetzt beendet. Ja. Also wenn Khan den Berliner Flughafen gebaut hätte, der wäre auch schon fertig. Sagen wir, er wäre zumindest nächstes Jahr fertig geworden. Ja. Soll der nicht offiziell nächstes Jahr fertig sein? Soll er nicht 2019 oder sowas erst fertig werden? Ich habe keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird sich das eh noch 10 Jahre nach hinten verschieben. Ich mache mir keine Hoffnung, dass ich in meinem Leben nochmal von dem BER ausfliegen werde. Ich will gar nicht, ich will von Tegel.
Na gut, für mich ist es auch angenehm. Die ist einfach von der Distanz besser und der Flughafen ist einfach geil. Oh, ist halt übersichtlich, ne? Du kannst halt mit dem Taxi direkt vors Gate fahren, gehst einmal durch die Tür, bis zum Security-Check und am Flieger. Ja. So, das hast du bei keinem anderen. Aber ist ja auch gut. Ja, Flughäfen ist ein ganz anderes Thema, sollte man in Berlin sowieso nicht drüber reden. Ja, stattdessen ist die Frage, wer hebt hier ab ins Viertelfinale? Ich heb ab. Nichts hält meine Elo am Boden. Doch, dein Skill. Okay, Mori, wir fahren jetzt also die Schiene, ja? Wir wollen jetzt also goldige Sprüche ablassen. Ist ja das so? Richtig. Mhm. Der Nescher-Tanz. Ich glaube, das wird halt auch so ein bisschen die entscheidende Situation sein. Wenn ein Team sich halt genügend herum Nescher die Kontrolle sichern kann, ging er halt einfach so ein bisschen in den Face-Check dort reinzwingen. Solange so sehe ich teamfightmäßig momentan noch in einer besseren Situation. Aber Immortals können halt gut aufholen. Ja, also Immortals hat das Game keinesfalls verloren. Sie haben auch ein gutes Scaling. Zweifelsohne. Also Longsu muss da natürlich schauen. Sie sind nicht so dominant, wie man das vielleicht vermutet hätte, so wie die Spiele heute gelaufen sind. Aber wie gesagt, Longsu hat auch keinerlei Druck. Also sie können das Ganze getrost ausprobieren. Ja, und Immortals ist natürlich auch etwas verbissener, selbstverständlich. Weil sie können jetzt alles perfekt machen. Also wenn sie das jetzt gewinnen, ist der Feierabend deutlich eher. Und sie sind halt safe weiter. Oh, jetzt könnte man sogar traden. Der Elder Drake, der ist echt spawned. Der ist jetzt natürlich so quasi das Pongdong dort zu dem Nasher und wäre halt für Longsu auch schon ziemlich attraktiv gerade. Cody ist dann jetzt wieder sehr aggressiv. Der Autotext von Prey. Chain of Corruption trifft hier sogar. Pobelta kann aber die Valkyrie vorher noch einsetzen. Oh, schöner Kataklysmus und damit bekommt man Pobelta. Prey mit dem Kill. Tor! Redemption. Und jetzt geht's weiter. Smitty kommt nochmal raus. Flame jetzt oben, das Ungetüm, was hier nicht wirklich in den Fight hineinkommt. Das war auf jeden Fall eine Kunst. Mit Sejuani quasi fünf Leute vorm Gesicht zu haben und niemanden mit der Ultimate zu treffen. Ja. Und dann einfach gerade durchzuballern. Smitty kann. So, jetzt geht's natürlich eben auf den Baron. Sie haben halt Cho'Gath. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Oh, einfach rübergehen und übernehmen. Die haben genug Schaden jetzt theoretisch. 2000, sie machen gerade Damage Stop, lassen davon ab, wollen sich nicht auf das Spiel einlassen. Haben natürlich eine Menge Zeit verloren dadurch. Oh, können sie die noch catchen? Talia hat noch keine Ultimate, aber du hast halt Rascal gerade unten. Ja, Rascal ist da, könnte jetzt hier für den Catch sorgen. Da ist Rascal. Ja, der Catch ist da, tatsächlich. Und Smitty ist down. Wieder ein Mann weniger. Jetzt haben sie nur noch das Smite gegen sich. In der Zwischenzeit zumindest ein Turm zerstört, also schlaue Entscheidung hier von Cody-san. Silence kommt durch. Muss trotzdem natürlich Sugar respektieren. Das Ding ist, den kannst du halt wenigstens CC'en. Nein, der Baron für Longsu, Silence von Flame hier mit dem Pit. Und jetzt geht's rein mit der Valkyrie. Das war richtig gut. Das ist so gut gerade. Pobelta ist down, aber Flame auch ein Longsu jetzt in diesem Teamfight. Den hol die. Wow. Da, schön, Knock-up nochmal. Also. Und Ole, der verwehrt hier noch das Ace. Aber das ist hier Baron, das ist vor allem der gewonnene Teamfight, zweimal verloren und da hätte mehr drin sein können für Immortals. Boah, das ist echt eine knappe Geschichte. Also wenn sich Immortals an der Stelle dafür entscheiden, vielleicht gar nicht für den Nasher zu tunneln und den Cho'Gath Flash und seinen Righteous Glory einzusetzen, um den Nasher schnell zu finishen, dann können die den Teamfighter gewinnen. Die kriegen einen Teleport rein, die haben ein Package, wenn du den Cho'Gath Schaden halt noch auf einen Carry setzen kannst, GG, dann können die den Teamfight gewinnen. Also hier vielleicht ein bisschen sehr getunnelt von Flame. Knappe Kiste natürlich. Auch ein bisschen zu früh, also er hat es nicht perfekt getimed bekommen. Hier sehen wir das Ganze nochmal in der Wiederholung. Er hat quasi noch so ein bisschen geholfen bei dem Nasher. Auch 200 Leben dann halt runtergehauen. Ja, dadurch hast du halt das Ding auf Cooldown. Der Silence natürlich gegen alle super. Jetzt hätten sie hier noch den Fiesschaden gehabt. Ein Cho'Gath Flash von Anfang an mit dem Package zusammen. Ich glaube, sie gewinnen den Teamfight. Ja, also das wäre möglich gewesen. Jetzt nochmal ein schöner EQ hier. Aber es war auch stark gespielt. Also muss man sagen, von Rascal, der hier nicht nur einen Doppelkiller auch macht, sondern auch die Shen Ultimate intelligent eingesetzt hat und einen guten Taunt. Also da muss man wirklich sagen, Rascal empfiehlt sich hier, häufiger eingesetzt zu werden. Jetzt hat man natürlich alle Möglichkeiten, diesen Elder Drake hier auch anzufangen. Ist eine gute Idee. Also selbst wenn Cho'Gath den jetzt stealen sollte und er hat halt keinen Flash mehr, dann wäre das halt gar nicht so schlimm für Longsu. Einfach mitnehmen. Und dadurch, dass der Nasher ja länger hält und du halt den Elder Drake Buff jetzt hinterher abholst. Oh, weiß ich, das sind glaube ich nochmal resetten. Hast du quasi beide Buffs ungefähr simultan lang. Ja, du musst ihn resetten lassen, weil du halt diese Cho'Gath-Sejuani-Kombo respektieren musst. Aber jetzt Kataklysmus auf die Carries drauf, Jump raus.
Weiter geht's. Reskill ist mit zur Stelle. Und Cast ist schon mal down, wegschnabuliert. Und Smitty ebenfalls Geschichte. Weiter geht's jetzt. Flame down. Zack. Double Kill für Prey. Und weiter geht's. BDD mit der Ultimate. Die waren nicht ganz so schön. Gorilla flasht über die Talia Wall. Ohne Witz. Cody-san hat gerade mindestens 1000 Auto-Attacks gerade auf Shen raufgeballert. Mindestens. Wenn nicht sogar 2 Milliarden. Ja, aber das ist dem egal so. Und Reskill verliert halt null Leben. Oder Gargoyle ist nicht mehr aktiviert. Oder ist ein Bug. Nee, ich glaube, er hat es nicht aktiviert. Ja, überlegen wir. Er kann halt sogar noch Gargoyles aktivieren. Er hat die Taste noch nicht gefunden, glaube ich. Also, da beißt sich halt Cody-san gerade wirklich die Zähne aus. Er hat mehr als genug Zeit. Kasse haben sie halt relativ schnell down bekommen. Er hat halt nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Jetzt hast du halt keine Frontline mehr seitens Immortals und keine Möglichkeit, hier diesen Elder Drake streitig zu machen. Ja, Pubelda versucht halt mit der Rakete, aber no chance, irgendwie ranzukommen. Varus erholt sich den hier ganz sicher. Reskill, der steht auch schon wieder hinter ihm, hat sich da mal einfach prompt in die Backline geportet. Und damit ist für Longso jetzt ziemlich gut der Weg geebnet. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Erzähl mal bitte wirklich, mit wie viel Auto-Tech waren das gerade von Cody-san, das ist ja Wahnsinn. Ein bisschen alles gut, er geht direkt raus, keine Gefahr. Da kriegt er halt Kass schon relativ schnell klein mit der Hilfe. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er hat noch nicht mal die Viertel Lebenspunkte verloren. Holy. Also Reskill, der tankt halt echt unnormal viel. Überlebt das Ganze halt bis zum Schluss. Wird hier sogar von Gorilla nochmal ein bisschen hochgeheilt. Ja, also starkes Game von ihm, definitiv. Also da kann man nicht meckern. Und ja, ich meine, das ist halt auch so ein bisschen beängstigend, wenn du siehst, halt so auch der zweite Anzug sitzt bei den Koreanern. Oh ja, Twitch hat gut mitgezählt. Ja, das können die. Zählen können die. Das ist halt einfach, wenn du überlegst, dass der halt seine über 20 Auto-Attacks gebraucht hat. Und er hat, sagen wir mal, maximal 2,5 Auto-Attacks pro Sekunde. Nein, dann heißt das schon mal, der hat mindestens 10 Sekunden, also wenn wir zum 25 ausgehen, einfach nur Rechtsklick auf Shen geklickt und hat als Hyper-Carry ihn halt nicht mal ansatzweise in Gefahr bringen können. Ja, vor allem 10 Sekunden League of Legends, das ist einfach wie 5 Jahre im Real Life. Das ist dramatisch. Ja. So, währenddessen ab in den Split-Push. Geht's natürlich weiter. Ja, mit dem Elder Drake muss man jetzt besonders aufpassen. Der Two-Damage-Buff und vor allen Dingen der versteckte Bergdrache, der verstärkte Infernal Drake nochmal. Ja, nicht ganz so angenehm gegen zu spielen. Nee. Wir müssen es halt einfach aushalten. Der Infernal Drake, der läuft natürlich ziemlich schnell aus. Das ist der Vorteil. Aber er haut auch ziemlich gut rein, wenn du jetzt für die Teamfights gehst. Aber momentan sieht es nicht so aus, ob Longso zumindest in einen Inhibitor umwandeln kann. Vor Botlane, der Inhibitor liegt auch gefühlt schon seit Anfang des Spiels offen, aber man kommt halt auch nicht wirklich ran. Ich finde, T2-Turm soll es jetzt noch reichen, aber das ist halt auch fürs Erste erstmal das, was es halt an Objectives gibt. BDD, der bemüht sich dann nochmal die mittlere Linie dort ein bisschen schneller reinzupushen. Der Spaß ist mittlerweile auch ausgelaufen, also auch hier der Elder Drake jetzt. 3, 2, 1 und zack, da ist er weg. Ah, das ist so, da fehlt noch ein kleines Quäntchen. So ein kleines Quäntchen, ja, dass sie da noch nach vorne kommen. Lange Zeit auch das Early Game etc. gut mitgespielt, die Immortals, aber am Ende halt Koreaner. So, weiter geht's jetzt. Knock-up gegen Shogard. Reskill tankt wieder komplett. Da Flash von Kass jetzt direkt Redemption. Die Heilung ist da. Prey super offensiv. Überleg mal, wenn der AD Carry zur Frontline wird. Aber Flame hat ja gerade sein Ultimate rausgeballert. Jo. Ist damit keine Gefahr mehr. Darf jetzt so ein bisschen der Burst-Schaden. Kass muss halt lediglich flashen. Denn Inhibitor ist halt eine Möglichkeit. Und wenn der irgendwie sitzt, halt auch immer ganz angespannt da. Sitzt jetzt auch deutlich entspannter da als gerade eben, wenn ich das mal so rein interpretieren darf. Einfach weil Longsu gerade 9000 Gold vorne ist. Ja, sie wird dann noch immer ihre Chance. Für sie ist es wahrscheinlich noch so mit der längste Weg neben Immortals, wenn Immortals jetzt verlieren sollte. Aber es ist möglich. Also Tatsache, Fnatic kann nach ihrer Leistung in der letzten Woche immer noch schaffen, aus der Gruppenphase rauszukommen. Ja, das ist halt der Vorteil einer Rückrunde. Und der Vorteil, wenn du halt einen Longsu hast, was du dominiert. Also es wäre nicht möglich, wenn Longsu ein Game verloren hätte. So gesehen, also absolut machbar, aber man muss halt zwei Spiele noch gewinnen. Wir gehen mittlerweile auch schon in die annähernd 500 CS-Regionen. Also Varus, der gute Prey mit 478 CS, halt schon lange Full-Build. Bin mal gespannt, ob er seine Boots noch verkaufen wird und sich dafür was anderes gönnt. Oder ob er es jetzt dabei lässt.
Der nächste Nashor ist jetzt auch wieder gerespawnt. Late Game ist immer noch knackig. So, und wir sind jetzt wirklich, wir gehen halt auf die Phase zu, wo halt alle Items haben. Da ist natürlich Tristana und Corki schon. Das stimmt, aber Koreaner sind halt die Teamfights einfach so koordiniert, ja. Ja. Das stimmt allerdings. Oh, die Mortals agieren da wie eine Einheit. Aber du hast natürlich recht, die Mortals ist hier nicht chancenlos. Oh, die Walls pariert sich gut voneinander. Cody-san ist schon alleine. Ruske ist bereit, noch im Splitbush, wird gleich mit der Ultimate rein. Da auf Kass kam natürlich das Go. Cody-san schon eine Menge Leben verloren. Und jetzt geht's rein. Schöner Schuss! Der Schattensturz, massiv gewesen. BDD soll hier gefressen werden. Das reicht aber nicht ganz. BDD lebt noch. Hat hier auch schon einiges rausgewählt. Schaut jetzt mal das Mana an. Baron resettet sich. Flame stirbt. Frey bekommt den Kill. Jetzt Cody-san mit dem Raketensprung nochmal raus. Flash raus. Die Frage ist, kommt er trotzdem weg? Hat da noch jemand einen Flash? Kann da noch jemand rein? Sie übernehmen jetzt einfach stupide diesen Baron, weil sie es können. Oh, aber Hypo-Pelter, was ist denn bei dir verkehrt? Der riskiert ja einiges. OMX Mivi noch immer unter Beschuss. Der hat zwar noch sein Smite. Muss aber aufpassen, dass er da selber gleich nicht stirbt. Cody-san hat es mittlerweile wieder gut hochgeheilt. 4000 Leben, 3000 Leben auf dem Nashor. Der ist safe. Oh, wow. Den hat man schon mal. Muss aber auch sagen, gut von Immortals hat halt serious keinen Grund gehabt, nicht einen einzigen, den Nashor so früh anzufangen und die ganze Zeit zu tanken. Hätten halt diese Korrosions-Debuffs nicht die ganze Zeit auf den Tanks gelegen, hätte halt so ein Tief halt ganz anders aussehen können. Also sie haben halt viel zu lange den Nashor getankt. Cody-san stand zu weit vorne, er musste halt direkt aus dem Tief halt rausgehen, weil er halt auf ein Drittel Leben runtergeprügelt wurde und konnte halt gar keinen Impact mehr mit reinbringen. Also das war natürlich ärgerlich an der Stelle. So, hier geht's weiter. Guck mal, jetzt achte mal auf Cody, er ist halt komplett alleine auf sich gelassen, ne? Kriegt jetzt hier ein bisschen was ins Gesicht, muss rausgehen, und an der Stelle ist halt useless. So kann halt nicht mehr viel mit reinbringen in den Teamfight. Dann kommt halt ein wunderbarer Schattensturz nochmal von Reskill. Der Nashor ist zwar die ganze Zeit dann auf 3000 Leben, aber er verteilt ja trotzdem noch schön sein Debuff. Und das wird halt vor allen Dingen Flame und X-Miffy zum Verhängnis. Und wenn die halt nicht die ganze Zeit an so einer Stelle tanken würden und die halt nicht so random den Nashor angefangen hätten, dann sieht das halt auch ganz anders aus in einem Teamfight. Glück im Unglück. Der Nash-Buff gibt dir eigentlich nicht so viele Combat-Stats. Das ist jetzt kein Garant dafür, dass du halt einen Teamfight gewinnst. Ja, aber dicke Waves. Das ja. Na, dicke Waves, Freunde. Die brauchst du. Einfach richtig dicke Waves. Na, Oliver Kahn schon mal gesagt, ne? Waves, wir brauchen Waves. Dicke Waves. Na, weiter geht's jetzt auf der Botlane. Nimmst du natürlich mit. Und das muss die Mortals jetzt erstmal verteidigen. Also 2,5 Minuten Longso mit Baron Buff. Machen sie die perfekte Gruppenphase hier zu. Na, warum auch nicht? Pushen jetzt auf 3 Lanes auch im Übrigen. Die 12.000 Gold sind halt komplett irrelevant. Es ist halt annähernd jeder Fullbild. Bei Seijo fehlt halt lediglich noch der Dornenpanzer. Oh, bei ihr fehlt noch ein bisschen mehr. Also kann jetzt den Dornenpanzer gleich fertigstellen. Muss quasi dann noch ein ganzes Item bauen. Also Seijo ist doch ein bisschen weiter hinten. Der gute Jarvan braucht halt noch ein halbes Item. Aber die Carries sind halt jeweils auf vollem Damage-Potenzial. Deshalb Corki selber hat sich noch einen leeren Stab geholt. Das ist halt bei Corki immer so ein... Da ist man halt sehr schnell zwiegespalten. Die Gegner haben halt echt nicht so viel Magieresistenzen. Aber es geht natürlich auch durch die Base-Magieresistenzen durch. Darfst auch nicht vergessen, dass halt Prey mit dem Wits End auch schon relativ tanky wird. Banshees of BDD, das ist schon zu verargumentieren, dass er auf den Lernstab geht. Gerade seine Passive lässt ihn ja auf den Auto-Tags auch 80% magischen Schaden verursachen. Der Inhib hat langsam aber sicher hier immer mehr auf niedrigen Lebenspunktestand. Prey, ja, das ist halt das Ding. Also... So langsam wirst du dann halt auch mürbe und das sind halt auch die Waves. Ein Turm mehr bekomme der Genge. Ja, Povelda, gut gemacht hier. Der Engage auf ihn, das hätte tödlich enden können. Hat allerdings noch die Valkyrie logischerweise, deswegen gibt es jetzt nicht den Kataklysmus drauf. Ah, 2 Autotags fehlen da unten noch. Die kriegt man ja aber nicht wirklich gut durch. Immortals wehren sich noch. Ole hat aber jetzt relativ wenig Mana. In der Zwischenzeit Raskill im Split gegen Smitty, interessanterweise. Und jetzt ist der Ende down. Sehr schön gemacht. Mit Geduld arbeitet sich langsam da nach vorne. Ja, aber so musst du es auch machen. Also viele sind da zu stürmisch, zu unerfahren. Reskill, der gönnt sich da auch erstmal ganz in Ruhe den Turm. Pobelta will ihm noch helfen, ist jetzt aber mit der Valkyrie reingegangen. Muss aufpassen, dass er selber jetzt nicht das Ziel und das Opfer wird. Ja, das Ding ist halt auch, dieser offene Inhibitor ist nochmal so viel wert jetzt, gerade hinsichtlich des Ahnendrachens, der bald kommt. So, jetzt der Knock-Up drauf auf Flame. Oh, wow, der ist tot. Und tschüss. Da konnte ich mal mehr ulten. So, jetzt kannst du es vielleicht sogar finishen. Also ohne die Tankiness von Flame
der halt gerade mit allem gestorben ist. Mit Ultimate, mit Flash. Nur vor allem, du hast halt noch wichtige Teamfight-Ults. Du hast immer noch den Kataklysmus von Jarvan, du hast immer noch die Jenna-Ult. Ich habe halt nichts bezahlt gerade für den Catch. Außer halt die Gen of Corruption. Ja, jetzt gibt's nochmal Redemption. Corki macht nicht wenig Schaden gerade. Er kassiert aber auch nicht gerade wenig Schaden. Ah, stimmt. So, jetzt hast du alle Inhibitoren offen. Das heißt, jetzt kommen diese doppelten Supervasallen da rein. Ja, jetzt machen sie es chillig. Sie haben jetzt hast du 30 Sekunden den Andrachen mitzunehmen. Genau. Nimmst du den Andrachen. Baron Buff optimal genutzt. Also mehr war nicht drin. Schön nochmal die gegnerischen Buffs auf dem Rückweg dort einsammeln. Shoppen gehen, alles ausgeben. Das letzte Item vervollständigen. Elder Drake holen und dann mit den Vasallen zusammen das Ganze einfach ins Ende reintreiben. Also selbst wenn Immortals in so einer Situation jetzt noch ein Teamfight gewinnen sollte, werden sie halt von den Vasallen einfach überrannt werden. Wenn halt trotzdem die Türme verlieren. Das ist halt einfach die Konsequenz eines dritten Inhibitors. Ja, das ist halt ein richtig schönes, sauberes koreanisches Spiel. Also, ne? Sauberer geht nicht. Kassi auch einen guten Double Knock-Up getroffen. Sofort gezwungen dort, Cody Sun seinen Skimitar einzusetzen. Er hat jetzt auch noch seine Schuhe verkauft und hat sich da jetzt eine 100% Crit einverleibt. Aber ob die reichen werden? Ich bin halt nicht mehr am überlegen, ob nicht laut Dominix für ihn die bessere Last Whisper-Ausbau-Variante wäre. Also klar, so kann er die Heilung reduzieren. Das ist halt gegen das Janna-Ultimate nicht verkehrt. Das auf jeden Fall. Aber ihm fehlt halt dadurch unheimlich viel Schaden. Laut Dominix gibt er halt nochmal prozentual erhöhten Schaden. Ja, gegen Shen halt und ein bisschen gegen Jarvan, aber sonst. Ja. Also gegen zwei Zieler finde ich es auch vertretbar, dadurch auch. Also finde ich die sterbliche Mahnung doch besser. Muss ich sagen. Doch, kann ich es ist vertretbar auf jeden Fall. Weil Dominix boostet, glaube ich, seinen Char nochmal. Und ich glaube, er hat halt momentan so Probleme, an der Frontline vorbeizukommen. Das trotz Full-Build-Hyper-Carry. Das ist halt schon eklig. Auf der anderen Seite, Reskill, der ist halt nicht nur über seine Stats so tanky, sondern auch immer, wenn er seine Blockkuppel aufstellt. Das ist halt einfach wenige Sekunden. Oh Gott! Da kommt der Engage jetzt direkt und da stirbt Pobelta. Komplettes Misspositioning von ihm mit Flash-Up auch noch. Da darfst du nicht geizig sein. Das war hier komplett fehl am Platz. Triple Kill Prey. Und dann geht noch weiter. Pobelta gerade in diesem Moment das besiegelt. Das wäre gemein zu sagen, er hat das Spiel verloren, weil das hat er nicht. Das war schon verloren. Ja, Rascal hier überlebt auch noch. Und wenn er deep geht, aber Pobeltas Positioning, der war ja sowas von komplett aber daneben, muss man sagen. Also da. Als hätte er Apple Maps benutzt hier. Cody Sun, der ballert sich halt echt die Seele aus dem Leib und er kriegt halt keinen Schaden. Die Frontline einfach zu massiv gewesen an der Stelle von Longso. Und für uns heißt das, wir haben gleich zwei weitere Spiele. Ja, das heißt Tiebreaks. Woo! Heißt, Longso ist natürlich als erster durch. Das war aber schon vorher klar. 6-0. Ja. Sauber. Ja, also alle, die jetzt vorher gemeckert haben, Rascal ist ja unfair, warum spielt nicht Khan? Es macht halt keinen Unterschied. Khan hat es besser gemacht, dann wäre das Spiel in 20 Minuten. Ja, also Khan hätte. So. Und jetzt in dem Fall heißt das, wir haben jetzt Immortals gegen Fnatic, der Sieger gegen Gigabarites. Und der Sieger daraus ist weiter. So und nicht anders sieht das am Ende des Tages aus. Ja, ist schön zu sehen. Immortals freuen sich trotzdem. Sie wissen natürlich, dass sie jetzt halt ein echt langer Tag erwartet. Und sie haben halt schon einige Spiele gespielt, drei in der Anzahl. Und müssen jetzt nochmal durch zwei durch. Also ja, das geht ja für alle jetzt, ne? Ja. Nein, nicht für alle, für Gigabyte Marines nicht. Und das ist ja für Gigabyte Marines jetzt übelst geil. Weil sie wären jetzt entweder komplett draußen gewesen oder sie haben das Beste los von allen Teams, die weiterkommen können. Das ist halt für sie einfach so das Beste, was hätte passieren können. Und Gigabyte Marines haben somit halt noch die Möglichkeit, weiterzukommen aus der Gruppenphase raus. Also genauso wie alle anderen auch. Aber halt mit dem Aspekt, dass sie halt einfach jetzt gucken können, wie spielen die beiden anderen Teams gegeneinander, ganz in Ruhe Informationen sammeln können und ein Spiel weniger haben. Also ja, natürlich hat Gigabyte Marines die beste Ausgangssituation. Das ist ja auch so gedacht gewesen. Ja, und so oder so, Gigabyte Marines legt sich jetzt erstmal nochmal die Füße hoch, können nochmal neuen Cheese entwerfen, designen. Ja, Cheese Designer bei Gigabyte Marines, absoluter Traumberuf. Aber wir geben jetzt erstmal ab in die Analyse-Ecke und dann geht's weiter mit den Tiebreakern. We'll be right back.
Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Es ist soweit, wir sind im Tiebreaker. Von uns hat leider keiner eine Krawatte um, aber trotzdem, ja, die Models haben es leider nicht geschafft, direkt sich zu qualifizieren für die K.O.-Phase der Worlds 2017. Longju Gaming jetzt mit einem, ja, ziemlich cleanen Ergebnis. Wenn man zumindest auf die Tabelle guckt, sieht man jetzt ein 6:0 da stehen. Das ist ordentlich. Zu und damit, kann man arbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Herzlichen Glückwunsch natürlich an dieser Stelle an Longju Gaming, die sich jetzt also fürs Achtelfinale qualifiziert haben. Und jetzt finden wir noch heraus, wer das zweite Team dieser Gruppe sein wird. Und dafür müssen wir noch in zwei Games gehen. Im ersten Game werden sich jetzt treffen die Immortals gegen Fnatic. Und der Gewinner wird dann gegen die Gigabyte Marines antreten. Mhm. Und dieser Gewinner ist dann der zweite Sieger der Gruppe B und somit auch Achtelfinalist für die Worlds. Und ja, dann weiter, ne? So, ist logisch. So. Wir haben aber noch mal ein paar Replays rausgesucht, die natürlich das letzte Match noch ein bisschen aufschlüsseln sollen. Und dementsprechend gehen wir mal ins erste rein, gucken uns das an. Bitteschön. Hier sehen wir halt einen der ersten vielen Dragonfights und das ist halt, in diesem Punkt ist es so, Kass ist die Frontline und der muss auch gleichzeitig Shen delivern. Aber er ist zu dem Zeitpunkt einfach ohne Stoneplate noch nicht tanky genug, um wirklich lange drin zu bleiben, aber er spielt das wirklich wunderbar, indem er rausgeht und wieder reingeht und so sein Shield wieder abkommt und er es wirklich lange schafft, viel zu tanken, obwohl er noch zu dem Zeitpunkt noch relativ nicht wirklich tanky ist. Und in dem Fall wird halt 1-for-1 getradet, aber Longju gewinnt den Trade, weil sie Dragon kriegen. Ja. Rascal, lustigerweise, am Anfang ein bisschen rusty gewesen, so ein bisschen clunky mit Shen, denn auch in dieser Szene hat man gesehen, er hätte theoretisch den Midlaner und den Support taunten können, hat sich aber für den eigentlich schon totgeglaubten Cho'Gath entschieden, den da zu taunten, obwohl das keinerlei Effekt hatte, der hatte alles Bild schon raus. Also man hatte das Gefühl, dass der Toplaner, der von Longju als Substitute eingesetzt wurde, was auch im Endeffekt schlau war, wo wir auch gerade nochmal drüber geredet haben, der so ein bisschen gechoked hat am Anfang, aber im Late Game hat er dann delivered, wie man das von Longju Spielern gewöhnt ist. Muss halt sagen, man sieht auch immer wieder von anderen Sportarten, dass Spieler reingesetzt werden, wenn halt es um nicht mehr viel geht oder um Freundschaftsspiele, einfach nur um ihnen Erfahrung zu geben. Mhm, ja. Es ist halt trotzdem dennoch unfair gegenüber Fnatic und auch Gam, aber man muss da ganz klar sagen, es ist nicht Longjus Aufgabe und auch nicht ihre Priorität, fair zu sein. Ihre Aufgabe und Priorität ist es, zu gewinnen, competitive zu sein und das können sie halt auf diese Art und Weise viel besser für den Rest des Turniers machen, als wenn sie fair sind. Ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, es ist natürlich für die Teams, die benachteiligt sind in dem Moment, ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, aber natürlich kann Longju Gaming entscheiden, wen sie in die Startelf oder in dem Moment in die Start 5 tun und dementsprechend haben sie natürlich auch dann das Handhaberecht. Ja, wir gehen mal in die zweite Situation, das müsste ein Baron-Fight sein, den gucken wir uns an. Da sehen wir den Baron-Fight und es ist halt wirklich extrem bitter, also Flame flasht rein mit Stoneplate, macht 1,5k Damage, aber der Baron auf 1,7k 234 Leben bleiben und Kass meintet das dann souverän runter, er findet die F-Taste oder die D-Taste und ja, der Teamfight ist dann natürlich, viele Spells wurden auf Baron verwendet, gerade von Cho'Gath, der ja sehr wichtigen True Damage in der Situation aufbringen muss und Cody's dann hätte hier theoretisch hochflashen können in Richtung BDD, aber wird CC'd von Kass mit der EQ-Kombo und dann ist der Teamfight zu Ende. Davor haben wir, vor diesem Baron, haben wir sogar noch eine richtig gute Situation gesehen von Longju, denn dieser Baron kam nur zustande, indem sie erst einen angefangen haben, dann wieder abgebrochen haben und durch diesen Abbruch oben zwei Leute getrappt hat, diese dann abgeholt hat und dann den Baron angefangen hat. Also das war richtig, richtig sauber gespielt. Also das Shotcalling bei Longju ist mal wieder on point. Ja, das haben wir aber auch schon in den vergangenen Spieltagen immer wieder mal gesehen, dass man sich da nicht zu hastig bewegen muss. Ja, also auch bei so einem Baron oder bei so einem Elder Drake, da kann man schon mal eine halbe Stunde tanken und sagen, ja, wir waren mal kurz, was hier passiert, aber das machen sie immer sehr schlau, auch in dieser letzten Baron-Situation, die wir jetzt nochmal sehen. Ja, wie auch angesprochen, ist hier der Baron-Juggle relativ stark. IMT startet das Ganze halt, aber BDD mit einer sehr, sehr guten Wall zoned sie und sie können sich so den Fight aussuchen, den sie wirklich nehmen wollen. Und sie entscheiden sich dann auch dafür, engagen in das Pit, während Cody-san wirklich sehr defensiv rausjumpen muss und wirklich ein unglaublich schöner Flash-Taunt, der Cody-san zwingt zu QSSen und rauszugehen. Und im Endeffekt kann dann Longju den Teamfight im Langen mit dem DPS, das Varus zu dem Zeitpunkt einfach wirklich sehr viel bietet, für sich entscheiden. Immortals auch sehr verzweifelt hier. Flame hat hier geflasht für die Flash-Ultimate, hat damit zwar die Hälfte von BDD irgendwie ausgelöscht, aber es hat nicht gereicht. Also es hat überhaupt nichts gebracht am Ende. Vielleicht hätte man sich sogar dafür entscheiden sollen. Ja, wir verlieren hier eh vier Leute, dann lass uns wenigstens den Baron denyen, macht noch ein bisschen Burst auf den Baron und Cho'Gath frisst das Ganze so, dass man wenigstens den denied, um dann Longju nicht noch mehr Vorteil zu geben. Haben sie jetzt aber nicht gemacht, aber das ist auch nur noch Schadensbegrenzung gewesen, weil ab dem Punkt, ich habe es lustigerweise gecallt, ab Minute 35 haben Longju einfach den Schalter umgelegt und einfach dieses Game an sich gerissen und das Game beendet, wie das bei koreanischen Teams immer so ist.
Wie das bei koreanischen Teams nun mal so ist. Das ist ein guter Schlusssatz auf jeden Fall gewesen. Ja, und man muss natürlich jetzt in den nächsten Wochen schauen, wie Longzhou Gaming sich jetzt präsentieren wird. Wir haben schon festgestellt, auf jeden Fall Titelanwärter für dieses Jahr für die Worlds. Dementsprechend haben sie auch in den Ergebnissen natürlich gezeigt, dass sie dafür auch bereit sind, ja, dieses Jahr den Titel an sich zu reißen. Aber da gibt es vielleicht noch ein paar andere Teams da, die dann Wörtchen mitreden wollen. Unter anderem auch die nächsten beiden Teams, die wir jetzt nochmal sehen wollen.